Der User-One-Modus ist dann dafür gedacht, um Instrumente zu spielen oder Samples zu spielen, die in einem Drumrack liegen. Dafür ist es natürlich ganz wichtig zu wissen, wie hier die Noten verteilt sind. Ich habe mir jetzt hier mal eine MIDI-Spur auf der 9. Spur eingerichtet mit einem relativ neutralen Instrument, sodass man relativ gut die Tonhöhen erkennen kann. Und hier ist jetzt eben das Wichtigste, dass man die Systematik der Tonanordnung auf dem Pad versteht. Bei meinem ersten Versuch habe ich einfach mal unten links angefangen und habe dann hier mal die Töne entlang gespielt und dachte, jetzt müsste es ja eigentlich weitergehen. Und war dann etwas überrascht, dass hier an der Mitte sozusagen eine Bruchkante verläuft. Damit man jetzt sehen kann, wie diese Tonhöhen organisiert sind auf dem Launchpad, weil das eben nicht einfach konstant so immer höher wird, habe ich mir hier einen leeren MIDI-Clip mal eingerichtet. Und wenn ich jetzt eben hier unten mal anfange, dann sieht man hier immer anhand der Klaviatur, welche Note ich gerade spiele. Das dann also das C1. Das geht jetzt also C, Cis, D, Dis. Und dann geht es hier an der Stelle mit E weiter. E, F, Fis, G und so weiter. Und wenn ich dann hier oben angekommen bin, dann ist der nächst höhere Ton hiernach dann hier zu finden. Das heißt, hier kommt dann ja, der obere Teil. Und wenn man denkt, das wäre jetzt schon der höchste Ton, dann einfach mal ausprobieren. Hier geht es dann noch weiter an der Seite. Nun, warum diese Aufteilung? Ich denke, der Gedanke dahinter ist eben ähnlich wie beim Klavier, dass man dann eben eine Hand für tiefe Töne reservieren kann und eine Hand für hohe Töne. Ist dann auch tatsächlich vom Lerneffekt her so ähnlich wie beim Klavier, dass man wirklich sich Akkorde erstmal wieder neu beibringen muss, wie die dann auf dem Pad gespielt werden. Also das jetzt zum Beispiel ein Moll-Akkord oder eben ein Dur-Akkord. Da muss man dann eben, je nachdem, wo man jetzt startet, abzählen. Also wenn ich jetzt von hier aus zum Beispiel einen Dur-Akkord spielen will und der erste Abstand ist dann ja die große Terz, dann würde das eben bedeuten, von hier aus 1, 2, 3, 4 und dann von hier aus nochmal 3 weiter, 1, 2, 3, die kleine Terz, das heißt, das dann eben an dieser Stelle so ein Dur-Akkord und das wäre dann an der Stelle ein Moll-Akkord. Und da sieht man eben schon, dass es ein ganz anderes Griffbild ist als diese erste Position, an der ich das gezeigt habe. Also hier dann nochmal ein Dur-Akkord und ein Moll-Akkord. Wenn ich jetzt hier aber am Rand beginne, dann würde das eben bedeuten, so ein Moll-Akkord und so ein Dur-Akkord. Ich zeige das jetzt, damit es für die Zuschauer und Zuschauerinnen etwas deutlicher ist, eben mit zwei Händen hier. Denn wenn ich jetzt mit einer Hand hier greifen würde, dann ist eben meine Hand verdeckt dann sozusagen das Pad. Aber es ist sicherlich auch hier gut möglich, das eben zu lernen, dann mit einer Hand die entsprechenden Akkorde zu spielen und die andere Hand dann hier in diesem Bereich eben frei zu haben für Melodien. Da könnte dann auch nochmal die Lektion zum Instrument Rack ganz interessant werden, dass man sich dann eben auch, was die Instrumente angeht, diese Bereiche aufteilt. Wie das geht, werde ich dann gleich auch nochmal zeigen, dass man dann eben ein Instrument hier für den Bassbereich einrichtet und einen Bereich für den hohen Teil.